Oder mit anderen Worten, warum besteht das üblicherweise gelebte Leben in diesen Formen des Nicht-mehr-Wissens, des Existierens, sondern nur noch Handelns und Überlebens? Das eigentlich authentische, gelebte Leben dann darin, nicht zu handeln, nicht mehr zu denken, alle Vorstellungen links liegen zu lassen, sondern zurückzukehren in das authentische Existieren, das gar nichts tun muss, als einfach zu hocken und hinauszuklotzen in das, was da gerade passiert und sowieso nicht zu verändern oder zu vermeiden, sondern nur erstaunt zu beglotzen ist. Warum gibt es diese inverse Umdrehung? Einerseits das Lebendige zu deklarieren als das vollzogene, durchgeführte, aktionierte und dann den Kontrapunktik, dass es das ja gar nicht gewesen wäre, sondern nur dessen Verpassen, dessen vorübergehen lassen, ohne das höchste aller Instrumentarien, nämlich eines Bewusstseins, das sich manchmal bewusst sein könnte, sich ja bewusst zu sein, dass es ein Bewusstsein ist und diese Wahrnehmungsprozesse nichts anderes als doppelt repräsentationsrepräsentationell beobachten hätte sollen zu müssen.